Freiheit, Meinungsfreiheit ist der Sauerstoff für Demokratie. Ohne Freiheit würde ich ersticken. Freiheit ist Leben. Mein Name ist Jagoda Marinic, ich bin Autorin und Kolumnistin und habe die Charta der Meinungsfreiheit unterzeichnet. Warum? Weil mich alle 11 Punkte dieser Charta überzeugen. Allen voran der erste Punkt. Die Meinungsfreiheit ist ein universelles Menschenrecht. Das heißt, es ist wichtig, gerade auch in dieser Woche der Meinungsfreiheit daran zu erinnern, dass es Menschen gibt, die global für ihre Meinungsäußerung mit der Freiheit bezahlt haben und dass diese Menschen unsere Solidarität brauchen. Aber auch in Deutschland entwickeln sich immer skurrilere Debatten rund um das Thema Meinungsfreiheit. Und es ist so, dass wir uns auch hier neu positionieren müssen. Was genau ist Meinungsfreiheit? Auf jeden Fall ist es eines nicht, Hass und Hetze. Auch das steht in dieser Charta. Die Meinungsfreiheit ist kein trojanisches Pferd, um Hass und Hetze in den demokratischen Diskurs zu schleusen und diesen zu vergiften. Es geht um Respekt, um Spielregeln, um die Würde des anderen, um Achtung der Menschen und um Raum, diese Meinungen gemeinsam auszudiskutieren. Die Meinungsfreiheit ist weltweit gefährdet. Je mehr Populisten an die Macht kommen, desto brenzliger wird die Gesamtsituation. Und wir dürfen nicht dem Irrtum erliegen, dass das in Deutschland anders wäre. Auch in Deutschland ist die Meinungsfreiheit gefährdet. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Auftakt der Woche der Meinungsfreiheit. Mein Name ist Estra Küçük. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus der Allianz Kulturstiftung am Pariser Platz in Berlin. Wie ist es um die Meinungsfreiheit bestellt, weltweit und auch in Deutschland? Und was können wir tun, um uns mehr für die Meinungsfreiheit einzusetzen? Das sind die Themen, über die ich heute hier diskutieren werde, am 3. Mai, am Tag der internationalen Pressefreiheit, mit drei Gästen, die wir hier im Allianzforum an Ort und Stelle haben, und zwar drei Menschen, die sich aus ihren Branchen heraus vehement für die Meinungsfreiheit als universelles Menschenrecht einsetzen. Diese drei Gäste stelle ich vor. Ich bin sehr froh, dass sie heute hier sind. Zu meiner Linken sitzt ein Gesicht, das ich natürlich nicht vorstellen muss. Sie ist bekannt aus Film und Fernsehen, eines der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, aber eben auch Autorin und jetzt muss man noch dazu sagen, Regisseurin. Sie hat gerade ihren ersten Film veröffentlicht als Regisseurin. Katja Riemann, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich begrüße auch ganz herzlich Markus Beko, den Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International und Menschenrechtsverteidiger, gerade den Report veröffentlicht, über den wir sprechen werden. Schön, dass du da bist. Hallo Esra, hallo. Und der Initiator der Woche der Meinungsfreiheit und Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Alexander Skipis. Schön, dass Sie heute hier sind. Hallo Esra. So, wir steigen ein mit der Situation weltweit. In vielen Ländern dieser Welt werden Menschen unterdrückt, inhaftiert oder gar ermordet, nur weil sie von dem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Eine Person, die symbolhaft, würde ich sagen, geworden ist für den unerbindlichen Kampf für die Meinungsfreiheit, ist die türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan, die mit ihren eindrucksvollen Sprache oder auch mit ihrer sehr starken Stimme auch über die Verbrechen der türkischen Regierung, was die Lage der Minderheiten, der armenischen, der kurdischen Minderheiten in der Türkei betrifft, immer wieder geschrieben hat und deshalb ins Gefängnis gekommen ist. Bevor sie inhaftiert wurde, hat sie allerdings schon ein Roman geschrieben, ein Roman mit dem Titel Das Haus aus Stein. In diesem Roman geht es um Verfolgung, um Gefangenschaft, um Folterung im Gefängnis und die Frage, wie Menschen damit umgehen, wenn sie alle ihre Sicherheiten verlieren. Aslı Erdoğan lebt jetzt in Berlin im Exil seit 2017 und wir wollen den Auftakt der Presse, der Woche der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit mit einem Auszug aus Ihrem Buch starten und würden dich, Katja, bitten, vielleicht einen Auszug aus diesem Buch vorzulesen.
Du hörst die Stimmen, die Schritte, die Schreie, die Rufe der Außenwelt. Das Raunen jener Welt da draußen, die dich längst aus ihren Bildern gelöscht hat. Den Widerhall der von den Steinen gönnerhaft verbreiteten Geräusche, seien sie nun echt, eingebildet, Erinnerungen. Da knallen Absätze, Türen werden zugeschlagen. Irgendwo klingelt lange ein Telefon, doch niemand hebt ab. Ein Schrei ertönt, verkümmert zu einem Wimmern, erklingt erneut. Dauert diesmal an, schwillt an wie eine Lawine, lässt dich an die Wand zurückweichen in tiefste Dunkelheit. Stammt er von einer Frau, einem Mann, einem Menschen oder einem viel unschuldigeren Wesen? Einem Körper oder etwa von der Seele selbst, aus der sich ins Unendliche erstreckenden Vergangenheit, für die dich Körper und Seele ist, oder aus der Zukunft, die du auf einen Schlag verloren hast. Vielleicht ist es der Schrei der Sphinx, die sich in den Abgrund stürzt. Nun bereitest auch du dich vor, so gut du kannst, entscheidest, welches Ich an die Front soll und welches sich zurückziehen. Eines davon wird sich gewiss zu Tode fürchten. Du prüfst, was du opfern kannst und was nicht, rechnest ab, so gut es nur geht. In den Tiefen deines Körpers zittert ein anderer Körper. Und mit ihm zusammen zittern auch die Wände, zittert die ganze Welt. Und selbst die Sterne am Himmel zittern mit. Du fällst deinem besten Ich um den Hals, verabschiedest dich hastig von ihm. Bist du bereit, sagtest mit leisem nächtlichen Lächeln, bereit, zu einem geflügelten Wesen zu werden? Zu einem fahrenden Wald? Einem Stein? Einem Stein so alt wie die Welt, hart, schweigend durchlöchert. Um neu geboren zu werden, musst du mit einem Spiegel und einem Herzen begraben werden. Aber dein Herz ist zu einem dünnen, durchlässigen Häutchen geworden, das sich um das Nichts spannt. Willst du dein eigenes Gesicht sehen, so musst du erst einen Fluss weinen, einen schlammigen, unterirdischen Fluss, der dir zeigt, mit welchem Gesicht du erschaffen bist. Bist du bereit zu fliegen? Ich weiß es nicht. Vielen Dank, liebe Katja. Sehr gerne. Ich darf Katja sagen, wir kennen uns schon länger, deswegen duzen wir uns. Was vielleicht einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wissen, ist, dass du eben auch eine Menschenrechtsverteidigerin bist und dich seit über 20 Jahren in verschiedenen Organisationen für Menschenrechte einsetzt. Du bist bei Amnesty International aktiv, bei Plan International. Du bist UNICEF-Botschafterin und auch dein letztes Buch beschäftigt sich mit der Frage von Menschenrechten. Das Buch mit dem Titel Jeder hat, niemand darf. Mich würde ein bisschen interessieren, auch als jemand, die weiß, wie viel du international unterwegs bist. Wir haben gerade den Auszug von Asle Erdogan gehört. Jetzt setzt du dich dezidiert auch für diese Woche der Meinungsfreiheit ein. Wie nimmst du die Situation wahr? Würdest du sagen, es verschärft sich nach den Erfahrungen, die du auch machst in den internationalen NGOs, mit denen du arbeitest, verschärft sich die Lage der Meinungsfreiheit oder ist sie gleichbleibend virulent? Ja, das ist natürlich der Versuch einer Verallgemeinerung, die mir immer so ein bisschen schwerfällt, weil meine Arbeit ja sehr konkret ist. Ja. Humanitäre Arbeit, womit ich mich beschäftige seit langer Zeit, also begleitend die Humanitären im Feld, ist ja sehr konkret. Mhm. Am Ende so konkret wie Schauspielerei. Ne? So klar muss man das dann immer zusammenfassen und sagen, das sind die Themen und das ist das, was wir erreicht haben, das sind die Herausforderungen etc. Aber zum Thema Meinungsfreiheit, glaube ich, ist das sehr, sehr eng verknüpft mit der allgemeinen politischen Bewegung weltweit, nicht nur in Europa, die immer mehr nach rechts ruckt und den Diskursen, die eben immer erhitzter geführt werden.
So mein Eindruck, ja, dass die, das, und das, das führt ja nirgendwo hin, das bringt ja niemandem etwas, außer eben einigen Diktatoren, ganz sicherlich, oder, weiß nicht, wie weit das auch wirtschaftlich dann profitabel ist. Aber ich glaube, angesichts des Umstands, dass wir immer mehr Menschen werden und letztlich alle zusammen, ein klares Thema haben oder haben sollten, zu dem wir uns zusammenschließen, nämlich diese Erde weiterhin bewohnbar zu machen. Das ist ja eine sehr große Aufgabe, nachdem wir es erst irgendwie versaut haben. Es sollte man da ja an einem Strang ziehen. Und die Debatte befasst sich aber mit anderen Dingen. Und die, und der Umstand, dass es Diktaturen inzwischen wieder in Europa gibt. Und wahnsinnig viel Unterdrückung und das immer mit natürlich mit Künstlern und Journalisten anfängt und mit Intellektuellen und gerne mit Frauen und mit dem Abtreibungsparagraphen und zuletzt gesehen in Polen. Also diese Art der freien Meinungsäußerung und des freien Lebens, das wird limitiert durch politische Bewegungen, die sichtbar sind. Ne, wenn du mich fragst, verschärft es sich. So, das ist, glaube ich, das eine in so einer globalisierten Welt, die in der Öffentlichkeit wahnsinnig viel in den sozialen Netzwerken stattfindet. Und ich habe so ein, das ist aber natürlich immer auch nur ein persönlicher Eindruck, ist doch die Frage, woher beziehen wir unsere Informationen, unser Wissen? Haben wir ein Interesse an Wissen oder an Komplexität? Und muss man eigentlich immer sofort die Meinung haben? Oder ist es erstmal eine Annäherung an eine Haltung? Weißt du? Und missverstehe mich da nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht für die, unbedingt für die freie Meinungsäußerung bin. Aber diese Meinung muss man ja erstmal gestalten und kreieren. Und dazu brauchst du ja nicht nur einen Zugang zu Wissen oder Informationen, sondern du brauchst auch das Interesse daran. Und es muss auch umfänglich sein. Sonst ballert man sich einfach immer nur die Meinung gegenseitig um die Ohren. Und wir leben jetzt in einem demokratischen Sozialstaat nach wie vor. Da darf man das. Und ich bin in genug Ländern gewesen, wo du das nicht darfst, da bist du direkt weg. Oder einen Kopf kürzer oder sowas. Und darum ist natürlich die Frage, wie geht man in einem Land, wo die Meinungsfreiheit nicht nur erlaubt, sondern geradewegs erwünscht ist, wie gehst du quasi dann mit dieser Verantwortlichkeit auch um? Ne? Dass es nicht so kurz greift und sagt, das ist meine Meinung. Und dann, was ist für mich als Zuhörende bei so einer Debatte jetzt der Erkenntnisgewinn? Ja. So, und das glaube ich, das kann man eben daneben stellen gegen neben die Länder, in denen du diese Art Form der Meinungsäußerung überhaupt öffentlich gar nicht führen darfst, weil es dein persönliches Leben gefährdet und das deiner Familie. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Ja, ich meine, da wäre genau für mich der Anschluss, Markus Beko, das, was Katja jetzt anekdotisch und auch konkret an den Beispielen, die sie international erlebt hat, erhebt ihr ja in eurem Jahresbericht von Amnesty International, wo ihr die verschiedenen Länder auch vergleicht. Sie hat von Diktatoren auch in Europa gesprochen. Wir haben das Beispiel der Türkei durch Asle Erdogan gerade gehört. Wie würde auch sozusagen mit dem gerade neu veröffentlichten Jahresbericht so die Bilanz aussehen? Wie verschärft sich die Situation vielleicht auch pandemiebedingt, was die Meinungsfreiheit betrifft weltweit? Und dann gern auch noch mal in Bezug auf genau das, was Katja sagte. Wie ist die Situation in Europa? Verschärft sich das hier auch? Ja, kurz zum Hintergrund. Also der Amnesty-Jahresbericht versucht einmal im Jahr einen Rückblick auf die Menschenrechtslage weltweit zu nehmen. Und das ist natürlich ein Spagat zwischen den ganz konkreten Dingen, die weltweit passieren und oftmals sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dennoch geht es auch darum zu erkennen, wo gibt es übergeordnete Entwicklungen, die für die ganze Welt oder zumindest in bestimmten Regionen sichtbar werden. Und der aktuelle Bericht beobachtet die Menschenrechtslage in 149 Ländern.
Und man kann insgesamt sagen, beim Blick auf das Thema Meinungsfreiheit, dass wie in den Vorjahren zuvor auch schon zunehmend Behörden und Staaten die Angriffe auf die Meinungsfreiheit weiter ausbauen und das auch systematisch tun. Allerdings in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und das ist eine Entwicklung, die wir seit längerem beobachten. Und wenn man jetzt einfach nochmal, Katja hat es eben gesagt, zu Meinungsfreiheit gehören ja ganz unterschiedliche Elemente, nämlich auch der Zugang zu unabhängigen Informationen. Damit ich mir eine Meinung bilden kann, brauche ich Zugang zu Informationen. Es braucht unabhängige Medien und Pressefreiheit. Und es braucht dann auch die Möglichkeit, dass man an Debatten unbeschadet und unbedroht teilnehmen kann, seine Meinung einbringen kann, auch die Meinung anderer hören kann. Und das heißt, die Meinungsfreiheit ist auch oftmals mit der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, beispielsweise Demonstrationen oder sich in Organisationen zu organisieren, verknüpft. Und hier sehen wir weltweit, dass in den letzten Jahren zunehmend Staaten Gesetze beispielsweise verabschiedet haben, die es der Zivilgesellschaft erschweren, sich zu organisieren. Das sind in vielen Ländern Gesetze, wo über ausländische Finanzierung oder so sogenannte Agentengesetze, Russland ist damit früh vorgegangen. Wir haben es gerade auch aktuell in den Medien, wenn es um die Organisation von Alexei Nawalny geht, die Korruptionsbekämpfung macht. Also das ist ein Weg, wie beispielsweise Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Die Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzutun. Die Pressefreiheit, Journalisten. Wir haben im letzten Jahr auch wieder gesehen, das berichten auch andere Organisationen wie Reporter ohne Grenzen oder das CPJ, über 50 JournalistInnen wurden im letzten Jahr getötet in der Ausübung ihres Berufs, einfach in dem Ziel, unabhängig zu berichten. Ist das ein Anstieg? Das ist ein Anstieg, aber leider muss man sagen, das ist eine kontinuierliche Entwicklung und die betrifft sowohl Angriffe auf und Bedrohung von JournalistInnen und es sind ja nicht nur Tötungen, es sind auch nicht nur Inhaftierungen. Wir haben eben von der Türkei gehört, wo ja viele JournalistInnen inhaftiert sind. Aber es geht auch um tägliche Repressalien, willkürliche Verhaftungen für einen bestimmten Moment, Einschüchterungen. Und es geht auch um Gesetze, wie beispielsweise oftmals werden Antiterrorgesetze missbraucht, um unabhängige Berichterstattung einzuschränken, aber auch beispielsweise Gesetze zur Beleidigung des Staatspräsidenten oder von Repräsentanten benutzt. Wir haben auch Angriffe durch andere Gruppen in der Gesellschaft, beispielsweise Indien, Pakistan, Bangladesch, wo Journalistinnen, aber auch Menschenrechtsaktivistinnen oftmals Gewalt und Bedrohung durch religiöse Gruppen ausgesetzt sind und ähnliches. Und zusätzlich zu immer weiter einschränkenden Gesetzen, dazu gehören im Übrigen auch eine Zunahme von Gesetzen, die angeblich die Sicherheit im Internet befördern sollen oder auch teilweise vor Bedrohung und Hate Speech im Internet schützen sollen, aber dann missbraucht werden, um kritische Stimmen zu verfolgen. Daneben haben wir auch eine zunehmende technische Überwachung in ganz unterschiedlichen Bereichen, die Angriffe auf die Meinungsfreiheit in der Breite darstellen. Das fängt an bei Zensur im Internet. Das geht über Internet-Shutdowns. Das haben wir im vorigen Jahr sehr viel beispielsweise auch rund um das Thema von Wahlen gesehen in einigen afrikanischen Staaten, wo im Kontext von Wahlen oder aber auch von Auseinandersetzungen wie in Äthiopien oder in Myanmar, um die Region zu wechseln, wo wir also sehen, das Internet wird abgeschaltet, gezielt. Damit ist natürlich kein Zugang mehr zu Informationen, kein Zugang, sich selber zu äußern oder sich zu organisieren. Und dann im Vorfeld von Wahlen ist das natürlich eine massive Einschränkung, nicht nur der Meinungsfreiheit, aber auch der politischen Willensbildung. Das geht weiter über den Einsatz von Technik, beispielsweise Gesichtserkennung. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen erlebt, dass friedliche DemonstrantInnen in Russland nach den Demonstrationen dann zu Hause aufgesucht wurden von Sicherheitsbehörden, weil sie über Kameras im öffentlichen Raum dann identifiziert wurden. Und das sind Entwicklungen, wo wir jetzt schon die Auswirkungen sehen. Aber zu befürchten ist, dass das in mehr und mehr Ländern auch noch in Anführungsstrichen Schule machen wird. Und in dem Kontext ist aber auch wichtig, dass
Die Meinungsfreiheit ist ganz elementar, um auch auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen und die eigenen Menschenrechte und die Menschenrechte anderer einzufordern. Und was wir im letzten Jahr auch sehen, und das zeigt der Bericht auch, dass so wie Staaten versuchen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, so sind auch mehr und mehr Menschen auf den Straßen gewesen, haben versucht, die sozialen Medien zu nutzen, um auf Missstände hinzuweisen, um auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen und ihre Menschenrechte einzufordern. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil, wenn wir auf Einschränkungen der Meinungsfreiheit schauen, dass wir darauf schauen, dass Menschen weltweit fordern Meinungsfreiheit ein. Deswegen wird sie weiter eingeschränkt von denen, die diese Menschen unterdrücken wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hingucken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, diese Menschen zu unterstützen. Bevor wir auf den Einsatz auch der Menschen, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen, eingehen, vielleicht noch mal kurz die Rückfrage, auch in Bezug auf das, was Katja sagte, die Situation in Europa. Deutschland ist im Bericht, du hast ihn gerade angesprochen, von Reporter ohne Grenzen von Platz 11 auf 13 abgesunken. Die Situation in der Türkei haben wir angesprochen, Polen, Ungarn wurde hier angesprochen. Kannst du uns auch einmal eine Einschätzung zu Europa geben? Du hast die Terrorgesetzgebung angesprochen. Ich glaube, das ist besonders in Spanien ja auch der Fall, dass sie dort zu einer Eingrenzung von Kunst- und Meinungsfreiheit kommen. Wie können wir die Situation in Europa derzeit beurteilen? Aus unserer Sicht ist wichtig, dass wir, wenn wir auf eine Region schauen, auch erstmal auf die Verfasstheit schauen. Und die gute Nachricht ist ja, dass wir für Europa, und das gilt nicht nur für die Europäische Union, sondern auch für andere europäische Staaten, eine starke Menschenrechtsordnung haben, nämlich die Europäische Menschenrechtskonvention und auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und hier sehen wir in den letzten Jahren zunehmend, dass Staaten die Europäische Menschenrechtskonvention verletzen, auch gerade im Bereich der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, von Demonstrationsrechten. Zwei sehr herausragende Beispiele sind die Türkei, die eben genannt wurde, und auch Russland. Insbesondere Russland hat in den letzten Jahren nicht nur durch Gesetze die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit eingeschränkt, sondern insbesondere ja auch beispielsweise das Demonstrieren im öffentlichen Raum so fast unmöglich gemacht und geht ja auch sehr, sehr rabiat dann gegen Demonstrierende vor und missachtet auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Gleichzeitig sehen wir das in der Türkei. Das sind also zwei Beispiele alleine, die zeigen, dass neben den Entwicklungen in einzelnen Ländern es wichtig darauf ist, bevor wir auch zu möglichen anderen Entwicklungen in anderen Ländern kommen, dass es gelingt, die bestehenden Schutzmechanismen und die bestehende Ordnung das in Bezug auf den Schutz der Meinungsfreiheit, dass wir die stärken. Und dass wir den Europäischen Gerichtshof stärken und die Durchsetzung stärken. Und dann kommen wir dazu, dass es deshalb auch wichtig ist, alle Abweichungen der europäischen und Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention aufmerksam zu beobachten. Und aber insbesondere auch zu gucken, was braucht es in einem Staat, um Meinungsfreiheit zu gewährleisten? Ja, es braucht eine freie, unabhängige Presse. Deshalb wird gegen Journalistinnen vorgegangen von solchen Staaten. Es braucht aber auch Medienvielfalt. Es braucht gerade im Internet, und da, wenn wir auf Europa gucken, ist es gerade auch wichtig für die Diskussion, die nach meiner Einschätzung teilweise unter wenig Beteiligung von Gesellschaft passiert. Nämlich es wird in Europa über den sogenannten Digital Service Act und den Digital Market Act gesprochen. Da geht es darum, wie organisieren wir die digitalen Räume. Und die digitalen Räume sind heute essentiell dafür, Informationen zu erhalten. Aber wir sehen gleichzeitig, dass wenn man dort an Debatten sich beteiligen möchte, man bedroht wird oder auch gefährdet ist. Und insofern ist es wichtig, beim Blick auf Europa neben Entwicklungen in einzelnen Ländern vor allen Dingen jetzt darauf zu achten, wie stärken wir die Elemente, freie Presse, digitale sichere Räume mit unabhängigen Informationen. Da sind große Baustellen. Aber was ich vor allen Dingen wichtig finde, und das deshalb ist so wichtig, dass es auch jetzt diese Woche der Meinungsfreiheit gibt, da gibt es zahlreiche Bereiche, über die zu wenig wir alle gemeinsam sprechen, über die Gesellschaften sprechen und sagen, wie können wir das zukünftig organisieren? Nicht immer einfache Fragen, aber umso wichtiger, dass deshalb darüber gesprochen wird. Mhm.
Markus Bieko hat schon gerade gesagt, es gibt auch immer mehr Menschen, die die Meinungsfreiheit einfordern. So ein Instrument ist auch die Woche der Meinungsfreiheit. Der Initiator dieser Woche sitzt in unserer Runde. Alexander Skipis, wir haben, also vielleicht darf ich noch mal ganz kurz ausholen, ich habe dich gerade schon als Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins vorgestellt. Vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist, dass du dich in deiner Rolle ja aber sehr in den letzten Jahren für die verschiedenen Bereiche von Meinungsfreiheit eingesetzt hast. Das ist nicht die erste Kampagne, die unter deiner Leitung startet, die letzte Kampagne für das Wort und die Freiheit in den letzten Jahren, aber auch dein Engagement für die Verleger in Hongkong, an die ich mich gut erinnere. Wir haben gemeinsam schon eine Veranstaltung mit Erdogan veranstaltet, die auf dein Engagement. Ich erinnere mich, wie ihr mit dem Börsenverein vor dem Gefängnis in Silivri standet und die Freiheit von Asli Erdogan eingefordert habt. Was hat es damit auf sich? Hast du den Eindruck, es ist schwer, Bündnisse zum Thema Meinungsfreiheit heutzutage zusammenzukriegen? Was möchtet ihr mit dieser Woche der Meinungsfreiheit bewirken? Wer soll mit dazukommen? Werden wir gehört? Oder wie schätzt du die Situation ein? Ja, wir wollen letztendlich mit unserer Woche der Meinungsfreiheit eine Bewegung der Zivilgesellschaft auslösen. Es ist nicht einfach, Menschen zu mobilisieren, weil sich vielleicht viele auch in der Gesellschaft zurückgezogen haben und sich gesagt haben, es hat keinen Sinn, wenn ich meine Meinung dazu äußere. Und dazu kommt eben auch diese Atmosphäre der Bedrohung der Meinungsfreiheit. Du hast vorhin gefragt, wird es denn schlimmer? Ist es denn überhaupt schlimm? Und da kann man nur sagen, natürlich, es ist wahnsinnig schlimm. Wir beobachten, dass der Trend sozusagen immer mehr zu totalitären Staaten geht. Mhm. Selbst im Herzen Europas, Polen und Ungarn, da ist die Presse in Anführungsstrichen fast gleichgeschaltet. Da gibt es kaum noch Meinungsvielfalt. Und das ist direkt hier im Kern Europas findet das statt. Und wenn wir den Blick, Markus hat es ja deutlich gesagt, in internationale Bereiche schweifen lassen, dann sehen wir eben, dass diese totalitären Staaten in einer geradezu ungeheuerlichen Art Menschen verfolgen, Meinungsfreiheit einschränken. Und das ist etwas, da können wir einfach nicht tatenlos zusehen, denn die Meinungsfreiheit ist das elementare Element einer freien, vielfältigen demokratischen Gesellschaft. Ohne die Meinungsfreiheit gibt es das schlicht nicht, weil der Meinungsbildungsprozess in einer solchen Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn die Menschen auch ihre Meinung sagen. So heißt es Demokratie, das heißt also, das Volk herrscht und dazu muss die Meinung artikuliert werden. Und die Despoten dieser Welt möchten das natürlich nicht, weil das ihre Machtposition gefährdet. Und dafür müssen wir gemeinsam aufstehen. Und deswegen wollen wir diese Woche der Meinungsfreiheit initiieren und haben sie initiiert, um eine Bewegung auszulösen, die letztendlich auch mit einer Unterschrift unter der Charta der Meinungsfreiheit, die wir gemeinsam formuliert haben, münden könnte und sollte, um zu zeigen, wie viele Menschen hinter diesen Forderungen stehen. Und da wir diese Woche der Meinungsfreiheit auch auf Europa in den nächsten Jahren ausrollen wollen und auch in den internationalen Bereich bringen wollen, ist es wichtig, dass möglichst viele diese Charta unterschreiben, damit sich dann letztendlich auch Verfolgte darauf berufen können. Und das ist eben nicht nur im Ausland ein riesiges Problem, sondern auch innerhalb Deutschlands mittlerweile ein Problem. Es gibt viele Beispiele davon, wo Journalisten in ihrer Arbeit behindert werden. Deshalb ist übrigens Deutschland auf der Liste der Reporter ohne Grenzen jetzt von 11 auf 13 abgerutscht und damit in einer Zone, das war früher mit gut betitelt, die Situation in Deutschland. Jetzt ist sie nur noch zufriedenstellend. Und wenn man auf diese Karte, Weltkarte der Reporter ohne Grenzen schaut, dann sieht man nur noch nahezu eine Handvoll weißer Flecken, in denen die Situation noch gut ist. Alles andere ist schon überzogen mit Gelb bis hin zu Schwarz. Und Skandinavien. Schweiz ist beispielsweise weiß. In einem skandinavischen Land, ich weiß jetzt im Moment nicht welches, ist auch weiß, aber es sind sehr, sehr wenige Flecken auf dieser Landkarte mittlerweile so.
Und das, was in Deutschland zurzeit passiert, ist das Thema Einschüchterung. Dort, wo Einschüchterung herrscht, herrscht auch Schweigen. Dann ziehen sich Menschen zurück. Und dieses Beispiel mit Jan-Josef Liefers und vielen anderen Schauspielern, die sich engagiert haben, für alles dicht machen und sich kritisch damit auseinandersetzen mit der Pandemiepolitik, was ich im Grunde genommen gar nicht teile, was sie gemacht haben. Aber das Katastrophale ist, dass auf diese Meinungsäußerung hin ein Druck ausgeübt worden ist, bis hin dazu, dass ein Rundfunkrat gesagt hat, man müsse das vertragliche Verhältnis mit Jan-Josef Liefers und dem Sender lösen. Das ist das Gift, was uns gerade zersetzt. Denn wenn das so weitergeht, bedeutet das immer weniger Meinungsäußerung und dann lassen wir den Raum denen über, die diesen, ich würde sagen, Terror verbreiten und Menschen versuchen, mundtot zu machen. Und genau dagegen stehen wir auf und wollen die Woche der Meinungsfreiheit damit sozusagen oder mit der Woche der Meinungsfreiheit aufmerksam machen darauf und das Engagement darauf für die Zivilgesellschaft ermöglichen. Das ist ja genau die Ambivalenz der zwei Seiten, die wir jetzt gerade merken im Diskurs, wie das Thema Meinungsfreiheit ins Feld geführt wird. Auch im Eingangsstatement hörten wir ja gerade, dass wir mehr und mehr den Trend haben, derjenigen, die die Meinungsfreiheit ins Feld führen, um gegen andere zu hetzen, um ihren Hass zu verbreiten. Wir haben Journalistinnen und Journalisten schon angesprochen, aber auch seit Walter Lübcke wissen wir, dass es auch Politikerinnen und Politiker hier in diesem Lande treffen kann, bis hin zu, wie wir es im Fall Walter Lübcke gesehen haben, bis zu einem Mordanschlag, wohin so eine erhitzte Debatte führen kann. Vielleicht da noch mal die Rückfrage, Alexander Skipis. Was würden Sie uns mitgeben in dem Austarieren von, auf der einen Seite sagen Sie, alles dicht machen repräsentiert nicht meine Meinung, aber es muss natürlich gesagt werden können, ohne dass diese Menschen, die Schauspieler in diesem Fall, Schauspielerinnen, mit Einbußen, Bedrohungsszenarien und so weiter leben müssen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ganz viel diese Meinungsfreiheit eben genutzt wird, um wieder andere Menschen zu diskreditieren, Hass und Hetze zu. Was für einen Kompass geben wir irgendwie mit? Wie beurteilen Sie die Ambivalenz dieser derzeitigen, ich sag jetzt mal, Echauffierungskultur? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und ich denke, wir sollten dort ansetzen, wo wir es am besten können, nämlich bei uns selbst. Wir müssen aufstehen und sagen, wenn solche Meinungen verbreitet werden, wir müssen aufstehen und sagen, ich bin aber nicht dieser Meinung, sondern meine Meinung ist. Das ist unsere Pflicht. Wir müssen für die Meinungsfreiheit eintreten, weil wenn wir nicht eintreten, verlieren wir sie. Meinungsfreiheit ist nicht etwas, was, weil es in der Verfassung steht, steht übrigens auch in der Türkei in der Verfassung, wenn es in der Verfassung steht, dass sie dann auch da ist. Sie ist nur da, wenn wir sie auch tatsächlich nutzen. Und ich muss ein ganz aktuelles Beispiel von heute, fast zum Niederknien. Der Jürgen Habermas, 91 Jahre alt, hatte einen Preis verliehen bekommen oder sollte einen Preis verliehen bekommen, den Sheikh Zayed Award aus Abu Dhabi. Der ist mit 225.000 Euro dotiert. Und er hatte damit gerungen, diesen Preis anzunehmen. Und er hat gesagt, und das ist gerade heute passiert, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich möchte nicht zur Trophäe eines Landes, eines Unrechtslandes, eines totalitären Landes werden, nur weil sie mich in Anführungsstrichen quasi gekauft haben. Das ist eine Geste, also vor der ich so viel Respekt habe, nicht weil es auch um Geld geht, sondern vor allen Dingen, weil es darum geht, er steht dafür da. Das ist doch gar keine Frage, dass man das nicht annimmt. Naja, also das, dann frage ich dich, Katja, wie viel Respekt haben wir eigentlich vor dem DFB, dem Deutschen Fußballbund, der mit dazu beigetragen hat, dass wir eine Fußballweltmeisterschaft in Katar haben? Ja, Katar ist genauso ein totalitärer Unrechtsstaat. Was hätte es uns gekostet zu sagen, nein, da nehmen wir nicht dran teil? Und dazu würde ich den DFB auch jetzt noch auffordern, das zu sagen. Aber dieses erbärmliche Zusammenbrechen, wenn es um viel Geld geht,
das ist eine Situation, finde ich, auch da müssen wir genau den Finger reinlegen und da müssen wir uns auch dagegen wehren. Wir haben, also ich greife mal kurz den Fall von Jürgen Habermas auf, der ja sozusagen sich aus freien Stücken entscheiden konnte, zu Recht diesen Preis nicht anzunehmen. Ich drehe es jetzt mal um, dass wir aber ganz viel natürlich derzeit auch die Situation haben, dass Menschen die Meinungsfreiheit nutzen, um gewisse Dinge zu verhindern. Beispiel, ich glaube, Katja, du hast dich auch mit dem Fall beschäftigt, ein junger Mann, der neu in Deutschland ist, aus Syrien in Deutschland angekommen ist, vorher schon politisch aktiv war, hier weiter politisch aktiv war, für den Bundestag kandidieren wollte, aber aufgrund seiner syrischen Herkunft im Diskurs so diffamiert wurde, bis hin dahin, dass er selber in Gefahr geraten ist und sein Bundestagsmandat zurückziehen musste. Das heißt, es wird ja auf dem Rücken der Meinungsfreiheit im Grunde auch eine gewisse Politik praktiziert. Das sind genau diese zwei Seiten, die ich heute beleuchten will, auch in unserem Gespräch. Nimmt das zu? Wie seht ihr das? Ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten, weil ich finde es sehr interessant, was Alexander gerade gesagt hat. Und während wir so sprechen, das ist ja halt so gut, ne, dass die Gedanken sich formieren während des Sprechens. Sozusagen frage ich mich, was ist denn eigentlich, nochmal so einen Schritt zurückgegangen, was ist denn eigentlich eine freie Meinungsäußerung? Mhm. Gerade in der, wie du es so schön genannt hast, Echauffierungskultur. Das ist mein neues Wort. Also ich weiß nicht ganz genau, Echauffierungskultur, Empörungskultur, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Also ist das die freie Meinungsäußerung, wenn ich das Recht habe, jemanden zu bedrohen? Schriftlich? Digital, ich weiß nicht, ist das mein Recht, das ist meine freie Meinungsäußerung, zu sagen, du Arschloch, ich bring dich um? Genau, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ja, aber dann lass uns das doch nochmal definieren, was das ist. Deshalb würde ich da auch, was Katja sagt, ich würde da eingreifen, weil du hast auch so gesagt, die Menschen missbrauchen ihre Meinungsfreiheit. Ja. Und da stolper ich auch drüber. Ja, das ist so wie wenn ich sage, Menschen missbrauchen ihre Bewegungsfreiheit, um anderen körperlich was anzutun, ja. Das ist ja, ich glaube, das, und auch dafür ist es, glaube ich, wichtig, so eine Woche der Meinungsfreiheit zu haben. Dafür ist es wichtig, darüber zu sprechen. Denn das Recht der Meinungsfreiheit ist ja deshalb, oder ich glaube, das ist Voltaire, der früher immer zitiert wurde, im Sinne von, ich teile nicht deine Ansicht, aber ich bin bereit, dafür einzutreten, dass du sie vertreten kannst, öffentlich, etc. Und ich glaube, das ist schon mal, da fängt es schon an, dass wir nicht denen auf den Leim gehen, die als Meinungsfreiheit titulieren, was einfach keine Meinungsfreiheit ist, sondern was Hassrede, was Bedrohung, was Beleidigungen sind, was einfach Aussagen, was verbale Gewalt sind, was Aussagen sind, die bewusst gesetzt werden, um andere zu schmälern, auszugrenzen oder zu bedrohen oder einzuschüchtern. Und wenn die versuchen, das sozusagen als ihre Meinungsfreiheit einzufordern, dann ist gerade wichtig, dass wir als Gesellschaft und auch der Gesetzgeber, oder beziehungsweise nicht der Gesetzgeber, sondern auch Gerichte, dann das gerade stellen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dieser Debatte. Ich würde auch gerne noch mal, Alexander hat es jetzt. Darf ich vielleicht gerade dazu noch mal kurz ein Wort sagen? Es gibt einen, finde ich, einen ganz guten Indikator dafür, ob eine Grenze überschritten worden ist zwischen Hass, Bedrohung oder so etwas und Meinungsäußerung. Und dieser Indikator ist, setze ich mich eigentlich mit der Meinung des anderen auseinander oder diffamiere ich die Person? Also ich finde, da kann man ganz gut daran erkennen, wenn ich sage, du bist ein Vollidiot und ich will dich und bedrohe dich jetzt, dann ist das ganz klar keine Meinungsäußerung. Aber wenn ich mich mit der Meinung auseinandersetze, meinetwegen kritisch und derb oder wie auch immer, dann ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also es wäre für mich ein erster Indikator zu sagen, greife ich eigentlich den Menschen an oder setze ich mich mit der Meinung auseinander? Und ich glaube, neben dem, was Alexander gesagt hat, dass das immer auch bei einem selber anfängt, gehört es auch zu einer Verfasstheit eines Staates und einer Gesellschaft, dann zu sagen, wie schaffen wir entsprechende Strukturen, die damit umgehen können. Und das beispielsweise im digitalen Raum brauchen wir noch. Ich würde gerne noch mal ein bisschen differenzieren zu dem Thema, was eben genannt wurde,
Verschärfung der Angriffe auf die Meinungsfreiheit weltweit und zunehmend Staaten, in denen die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt ist. Ja, wir sehen das, wir haben vorhin Staaten genannt, wir könnten auch die Philippinen oder Venezuela oder andere addieren. Wir sehen, haben aber auch gesehen in den letzten Jahren, dass beispielsweise, wenn wir in die USA geschaut haben, was ja immer der Beacon der the Freedom of Expression etc. ist, dass wir zum einen Entwicklung von Falschinformationen, Desinformationen, Missinformationen sehen, wenn man allein sieht, wie viel Prozent der Amerikaner glaubten, dass Obama muslimischen Glaubens ist und andere Dinge, was einfach nicht stimmt. Wir haben gesehen, wie auch selbst der Präsident Trump sozusagen das verbale Wort benutzt hat. Und wir haben gleichzeitig gesehen, wie beispielsweise Demonstrationsrechte, aber auch das Wahlrecht an verschiedensten Stellen unter Druck geraten. Und ich sage das deshalb, weil es, glaube ich, richtig und wichtig ist, mehr internationale Aufmerksamkeit und auch mehr Verbindlichkeit und Konsequenz im Umgang mit Staaten wie Russland und der Türkei zu haben, wenn dort die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht in Schwarz-Weiß und sagt die Guten und die Schlechten, weil wir eben über die weißen Flecken sprachen. Ich glaube, was uns vor allen Dingen zeigt, ist, dass es braucht, egal wie gut oder wie schlecht es braucht es konstante Aufmerksamkeit und Stärkung der Strukturen. Es braucht eine Stärkung der Medienlandschaft. Es braucht klare Regeln für die digitalen Plattformen. Alles braucht es, egal sozusagen, auch wenn man sagt, dass die Meinungsfreiheit ist hier weitgehend gewährleistet, dann damit das so bleibt, braucht es aktives Agieren und aktives Gestalten, weil sich die Welt konstant ja gerade weiter verändert. Auch wenn ich das noch ergänzen darf, die juristische Möglichkeit zu reagieren, wenn du eingeschüchtert wirst oder bedroht wirst aufgrund deiner freien Meinungsäußerung und dann Restriktionen oder eben Bedrohungen erlebst, dass du die Handhabe hast, dich juristisch zu verteidigen. Also gerade in den digitalen Räumen, wie du das gesagt hast. Ist da noch, glaube ich, Luft nach oben. Also aus persönlicher Erfahrung weiß ich das jetzt. Und auch die Verantwortung, damit umzugehen, dass wir sagen, was bedeutet das, wenn auch aus Europa Überwachungstechnologie exportiert wird, die dann in anderen Staaten zur Einschränkung der Meinungsfreiheit benutzt wird. Das ist dann auch sonst wohlfeil, wenn wir darüber sprechen, wie schlimm bestimmte Staaten sind, aber gleichzeitig gerade die Unterdrückung von unabhängigen Medienvertretern oder so durch Technik vornehmen, die auch aus Europa exportiert wird. Ja, und das ist ja, sag ich mal, die Stabilisierung solcher Unrechtssysteme durch unser eigenes Handeln. Das ist ein Punkt, auf den muss man auch mal sein Augenmerk richten. Also ich würde gerne mal die Außen- und Wirtschaftspolitik Deutschlands ansprechen. Das ist auch ein Punkt, bei dem ich sehr vermisse, das wirkliche Eintreten für unsere demokratischen Werte, für die Menschenrechte und vor allen Dingen eben für das Recht der Meinungsfreiheit. Es gibt immer wieder Regierungskonsultationen, in denen jetzt erst neulich Bundesregierung mit China zusammengesessen hat. Und da wurde dann auch das Thema Menschenrechte, Meinungsfreiheit angesprochen, aber es steht halt nie im Vordergrund. Und das, finde ich, ist auch eine Verantwortung, die wir letztendlich tragen dafür, dass wir ja alle in einer freien Gesellschaft leben wollen. Und wir verdanken dieser freien Gesellschaft ja enorm viel, letztendlich auch unsere wirtschaftliche Prosperität. Und sie dann in dem geschäftlichen Kontakt mit solchen Ländern wie China in Anführungsstrichen zu verraten, das finde ich keine vernünftige Außen- und Wirtschaftspolitik. Und das, finde ich, auch muss sich ändern. Sondern, was wäre da die Idee von mir? Ja, viel deutlicher die Themen anzusprechen, auch öffentlich zu machen und durchaus auch mit unserer enormen, ich meine, Deutschland ist eines der erfolgreichsten Länder wirtschaftlich, aber auch kulturell gesehen dieser Welt. Also wenn wer nicht wir, können da auch Druck ausüben, dass sich die Situation in diesen Ländern verbessert. Was zum sollte Beispiel, gemacht werden? Was man könnte gemacht das werden, in Verträge beispielsweise aufnehmen, die man schließt. Und diese Verträge eben nur abschließt, wenn da auch Passus drin sind, die eben in die Richtung gehen. Ja, wir wollen aber, dass das Thema freie Meinungsäußerung oder die und die Inhaftierten entlassen werden. Also dass Deutschland China sagt, wie sie mit ihrer freien Meinungsäußerung in dem eigenen Land verfahren. Ja. Ja, ich glaube, ich würde da nochmal zurückkommen zu dem Punkt bei sich selbst anfangen. Wir sind jetzt in einem Jahr, in dem in Deutschland im Herbst gewählt wird, die Bundestagswahl.
Und ich glaube, es fängt damit an, dass einfach auch wichtig ist, dass wir solche Themen, sei es insgesamt Verfasstheit von Meinungsfreiheit in Europa, aber auch, was bedeutet das für eine menschenrechtskonforme Außenpolitik? Ja, dass wir sind diejenigen, die das auch thematisieren können und thematisieren müssen. Weil ich glaube, Politiker und gerade die, die dann gewählt werden, brauchen auch den klaren Auftrag, weil das geht natürlich auch immer mit einem Preis einher. Wenn wir gegenüber der Türkei, wenn wir gegenüber China, wenn wir gegenüber Russland auf die Einhaltung der Menschenrechte, beispielsweise jetzt auf die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention bei den europäischen Ländern, aber auch der internationalen Verträge etc. dringen, wenn wir Menschen überall in Teilen der Welt als aktive Zivilgesellschaft unterstützen, dann hat das oftmals auch einen politischen oder wirtschaftlichen Preis. Und dafür ist es auch wichtig, dass die gesamte Gesellschaft das als Auftrag formuliert. So wie es im Grundgesetz steht, Artikel 1 Absatz 2, das deutsche Volk bekennt sich deshalb zu unveräußerlichen und unverletzlichen Menschenrechten als Grundlage jeder Gemeinschaft. So, und wenn man das jetzt auch einfordert von der eigenen Regierung, das ist richtig und das braucht es, egal ob es gegenüber Ägypten oder Saudi-Arabien oder etc. ist, aber dann ist auch wichtig, dass die Gesellschaft der Politik auch dieses Mandat nochmal klar erneuert und auch signalisiert, dass man bereit ist, dafür auch entsprechend mit den Konsequenzen umzugehen, weil man sagt, dies ist für uns Teil unseres Selbstverständnisses. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie eine Außenpolitik betreibt, die Achtung und den Schutz der Menschenrechte auch in den Mittelpunkt von bilateralen Beziehungen stellt, dass sie sich auf bestimmte Deals nicht einlässt. Und dann, das kann die Regierung natürlich am besten, wenn sie weiß, dass das auch von der Gesellschaft getragen wird mit all seinen Konsequenzen. Bevor wir die Forderung in Richtung Bundesregierung, möchte ich gerne nochmal das aufgreifen, bei uns selber anfangen. Und da hattet ihr schon auch verschiedene Schutzmechanismen. Die Frage von, wenn Journalistinnen, Schauspielerinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen und so weiter in Bedrängnis geraten. Wie ist es um die Schutzmechanismen momentan? Gibt es klare Zuständigkeiten, gibt es Stellen, wo man sich, stellen sich die Verlage vielleicht auch in ihre Richtung, in deine Richtung, stellen sich die Zeitungen, die Medien hinter ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Gibt es ein Verfahren? Kriegt man direkt einen Rechtsanwalt an die Hand? Wie läuft das? Wie kann man die Schutzmechanismen noch mal klarer thematisieren? Ich weiß, dass letzte Woche ist ein Portal online gegangen, ich glaube unter der Schirmherrschaft vom Bundespräsidenten für kommunale Politiker und Politikerinnen, die da den Schutz sozusagen, wie der Beispiel Walter Lübcke. Wie sieht es in den anderen Branchen aus? Also ich glaube, was zum einen wichtig ist, ist da, wo der Staat eine klare Schutzverantwortung und Schutzfunktion hat, dass die konsequent wahrgenommen wird. Wir haben das gesehen, bei den Übergriffen auf JournalistInnen am Rande von Demonstrationen, sind ja über Reporter ohne Grenzen hat mindestens 65, glaube ich, Übergriffe auf JournalistInnen in Deutschland im letzten Jahr dokumentiert, viele am Rande von Demonstrationen. Und auch da war offensichtlich, dass oftmals Polizei und Sicherheitskräfte nicht ausreichend dafür gesorgt haben, dass JournalistInnen geschützt wurden. Das geht weiter mit, wenn es um die Bedrohung, wenn es um Bedrohungslagen gibt von Menschen, die konkret Briefbedrohungen, Online-Bedrohungen etc. erhalten. So tun Polizei und Strafverfolgungsbehörden genug, um nicht nur zu ermitteln, aber auch zu schützen. Und da sehen wir immer wieder Beispiele, wo noch Luft nach oben ist. Und das ist wichtig, damit Menschen auch das Gefühl haben, dass sie, wenn sie dann in so eine Situation kommen, dass sie dann auch geschützt sind. Das sind zum einen staatliche gesetzliche Regelungen jetzt im Bereich der Digitalisierung sind nochmal ein anderes Thema. Und daneben gibt es natürlich auch die Möglichkeit Zivilgesellschaft. Ich weiß nicht, wer HateAid zum Beispiel kennt, also ein Zusammenschluss, die sich damit beschäftigen, wie können wir Menschen unterstützen, die dann im Netz gerade Gewalt erfahren. Insofern, ich glaube, das ist wichtig, dass wir darüber führen. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt so Situationen ansprichst von Redaktionen, von Verlagen etc. Auch da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich zunehmend einfach damit systematischer auseinandersetzt und sagt, wie kann denn Best Practice aussehen? Wie werden wir dem gerecht,
dass wir sagen, auch in den Bereichen, wo es jetzt, wo nicht ein Gericht entscheidet, sondern wir auch Verantwortung haben wollen, wie machen wir das zu einem Prozess, der objektiviert ist und nicht willkürlich und schnell jetzt wurde laut geschrien und wir reagieren und damit haben wir das Thema vom Tisch, sondern wie, so wie man früher prinzipiell auch in Verlagen und Redaktionen ja auch Grundsätze hatte. Und ich glaube, es braucht einfach Grundsätze auch im Umgang damit und die müssen sich decken mit dem, was die Gesetzeslage und unser Selbstverständnis ist. Und diese Diskussion muss, glaube ich, auch in den Institutionen geführt werden. Wir haben das bei den öffentlichen rechtlichen auch Sendeanstalten gesehen, wie unterschiedlich teilweise auf öffentliche Empörungsstürme reagiert wurde. Und es zeigt doch, dass es da ein klare Prinzipien und Regelwerk braucht, um dann auch den Einzelfällen gerecht zu werden und nicht nochmal zusätzlich Menschen Menschen zu sanktionieren. Ne? Ich glaube, dass die also du hast gesagt, es ist noch Luft nach oben. Ich würde das eigentlich noch viel pointierter sagen. Man hat den Eindruck, dass der Staat, sei es Deutschland oder Europa, was das Internet angeht, schlicht im Moment überfordert ist. Da passieren Dinge im Internet, bei denen man nicht mehr das Gefühl hat, auch geschützt zu sein. Also ich habe es an meinem eigenen Leib erlebt. Ich hatte mehrere Morddrohungen bekommen aufgrund meines Engagements. Das habe ich natürlich alles gemeldet in der Polizei und da ist natürlich nichts passiert. Also man hat das Gefühl, dass das Internet zum Teil ein rechtsfreier Raum ist, in dem dieser Schutz nicht mehr da ist. Und das in einer pandemischen Zeit, wo die Aushandlungsprozesse derzeit ja fast ausschließlich im digitalen Raum stattfinden können, wo Kulturorte geschlossen sind, Bibliotheken geschlossen sind, Theaterräume, wo vielleicht Aushandlungsprozesse stattfinden würden, in einer solchen Zeit jetzt sozusagen zu entdecken, aber nochmal sich klar zu machen, dass der digitale Raum eben noch keine systematischen Regelungen. Ja. Ich glaube, wir sind immer noch nicht. Das ist ja jetzt nicht nur in dieser Pandemiezeit, sondern das gibt's ja nun schon länger, den digitalen Raum oder das Internet oder wie auch immer man es nennt. Auch die sozialen Medien gibt es schon lange und das finde ich finde das schon bemerkenswert, wenn man sich überlegt, wie viel jetzt speziell Europa, die europäischen Länder Krieg miteinander geführt haben, bis wir irgendwie versucht haben, so mehr oder weniger gelungene Demokratien zu etablieren. Und dann kommt die digitale Welt und da ist das einfach non-existent. Ja. Also ich habe dasselbe erlebt wie du, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht mal Anklage erheben. Weil es gab einfach keinen, ich hatte darüber mit meinem Anwalt gesprochen, es gab einfach keine Handhabe. Also wenn mir das passiert wäre, sozusagen nicht digital, sondern persönlich, dann hätte ich Anzeige erstatten können und wäre geschützt gewesen durch das Gesetz und hätte Recht bekommen. Aber im Digitalen gab es zu dem Zeitpunkt nicht mal ein Gesetz. Da hatte noch gar keiner drüber nachgedacht. Und dass das so lange dauert, das kann doch nicht wahr sein mit dieser Anonymisierung und so, weißt du? Weil es wird halt immer in den Rücken geschossen. Ne? Das kannst alles sein im Netz. Aber deshalb ist die grundsätzliche Diskussion wichtig. Das eine ist, dass der Staat nicht ausreichend Menschen schützt, dass sie unbeschadet Teil am digitalen Leben haben können, dort ihre Meinungen äußern können, Informationen unabhängig und verlässlich bekommen, weil man ist ja nicht nur möglicherweise Opfer eines Shitstorms von Beleidigungen, von Bedrohungen, sondern das ganze System ist ja per Definition gar nicht darauf ausgelegt, einen unabhängigen, offenen, transparenten Informationszugang zu haben, sondern bestimmte Informationen werden ja durch Algorithmen besonders verstärkt gegenüber verschiedenen Gruppen. Und insofern ist ja die Diskussion, die wir jetzt auf europäischer Ebene führen, wichtig. Denn ja, es ist ein Raum, der auf jeden Fall auch bislang dem Staat nicht ausreichend Möglichkeiten gibt. Das liegt aber ja daran, dass wir dafür das haben so laufen lassen. Und da muss man über grundsätzlichere Dinge sprechen, weil selbst wenn wir das in den Griff kriegen würden, Beleidigungen, Bedrohungen etc. zu verfolgen, bleibt, wenn wir jetzt nochmal zum Kern unseres Themas heute zu kommen,
zur Meinungsfreiheit, zum Recht auf Information, zur Möglichkeit, an Debatten teilzuhaben, so sind ja die Großteil der digitalen Systeme per Definition gar nicht darauf ausgerichtet, pluralistische, vielfältige Meinungen an sozusagen zur Verfügung zu stellen, möglichst vielen Leuten, sondern sie sind natürlich darauf fokussiert, ein bestimmtes ökonomisches Modell der Werbefinanzierung, des Profilings von bestimmten Menschen, von Klickraten, von Verweildauern zu optimieren. Und wenn es uns nicht gelingt, hierfür eine Alternative zu finden für den digitalen Raum, dann ist das eine Riesenherausforderung für Meinungsfreiheit. Also nicht nur für unsere persönliche Sicherheit, sondern insgesamt für das Thema Meinungsfreiheit. Und das gekoppelt mit den Angriffen in vielen Ländern auf Demonstrationsrecht und Möglichkeiten im öffentlichen Raum bedeutet dann, das sind im Wesentlichen die außer dem ganz privaten Raum, wo es auch Angriffe auf die Privatsphäre durch digitale Überwachung oder so gibt. Aber ist der öffentliche und der digitale Raum, das sind die Räume, in denen Meinungsfreiheit sich ja entfalten können muss. Und insofern geht es sicherlich um den Schutz von uns Einzelnen, aber es geht um eine größere Debatte, wie digitale Räume insgesamt organisiert sind. Die digitalen Räume entfalten nicht demokratisch legitimierte Macht. Und das ist das Versäumnis der Politik oder die Erkenntnisgeschwindigkeit der Politik war relativ langsam, das zu erkennen, dass dort Machtverhältnisse entstehen, die durchaus auch ein demokratisches Gemeinwesen gefährden können. Was zum Beispiel Einfluss, wir sehen in den USA, Einfluss auf die Wahl dort, die stattgefunden haben soll, bedeutet. Oder eben auch, was ökonomische Interessen einfach angehen und dann eben Meinungen respektive Profiling, wie du das gesagt hast, stattfindet und nicht mehr sozusagen eine Situation abgebildet wird, wie die Menschen miteinander reden und welche Meinung sie haben, sondern wie diese Unternehmen glauben, dass sie es machen können. Wir haben viele verschiedene Herausforderungen angesprochen, von der individuellen Ebene zu einer systematischen, zu einer politischen Ebene. Ich nehme an, dass heute auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet haben, die schon aktiv sind für die Meinungsfreiheit. Deswegen würde ich ganz gerne für so eine Abschlussrunde, ihr alle, die ihr seit Jahrzehnten in diesem Feld aktiv seid, euch einsetzt, vielleicht noch ein bisschen was Hoffnungsvolles. Was gibt euch eigentlich Kraft, diese Arbeit zu tun? Was gibt euch Hoffnung? Wo seht ihr derzeit Initiativen, Bewegungen, wo ihr sagt, das müsst ihr unterstützen, die Charta müsst ihr unterschreiben und das müsst ihr unterstützen? Dass wir vielleicht noch so in so einer Abschlussrunde ein paar Hoffnungsmomente einsammeln können. Wer möchte? Mir macht Hoffnung, dass trotz allen Angriffen auf die Meinungsfreiheit Menschen weltweit weiter jede Möglichkeit nutzen, auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen, ihre Meinung zu sagen und auch ihre Rechte einzufordern. Da brauchen sie unsere Solidarität, sei es in der Außenpolitik, die Menschenrechte schützen muss, oder sei es auch dabei, welche Rolle wir spielen können in unserer Gesellschaft, aber auch im europäischen Raum, aber auch in internationalen Initiativen. Wie schaffen wir öffentliche Räume, in denen Menschen sich unbeschadet miteinander austauschen können und nicht Gefahr haben müssen, beleidigt oder ausgegrenzt zu werden? Und es gibt hier viele spannende Initiativen. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, auch die Politik noch mal weiter in die Verantwortung zu nehmen. Katja? Also ich kann sagen, mir macht Hoffnung, was ich auf meinen Reisen immer wieder bezeugen durfte, wenn durch einen Zugang zu Bildung, also auch non-formal education, Meinungen entwickelt wurden. Also durch Erkenntnisgewinn, durch den Zugang zu Bildung, durch die Auseinandersetzung, durch das Dialogische in der Gruppe der entsprechenden Klassen oder Kurse oder Projekte, ne, beobachten zu können über die Zeit hinweg, wie Menschen, in diesem Fall jetzt speziell Frauen und Kinder oder Teenager,
gesagt haben, ich habe gewisse Dinge nicht gewusst. Und das ist jetzt in meinem Leben und mit dem kann man losgehen. Weil wenn du gar nicht weißt, dass du gewisse Rechte hast, wie willst du dich dann für sie einsetzen sozusagen? Das stimmt mich extrem hoffnungsvoll, weil es ist schön zu sehen, das zu bezeugen. Vor allem dann, wenn es, wie soll man sagen, wenn es differenziert ist, wenn es eine Äußerung ist oder ein Einsatz für die Verbesserung deines Lebens oder die Veränderung der Community aufgrund des Wissens, das dir zugänglich gemacht wurde. Ja. Ein solches Hoffnungsprojekt, über das hast du gerade einen Film gemacht. Ich konnte ihn mir gestern anschauen. Ah, wie schön. Oh, ja. Magst du zu diesem Projekt noch was sagen? Das war für mich auch so ein Hoffnungsträger. Ja, das kann ich ganz kurz sagen. Es ist ein Dokumentarfilm über eine Filmschule in Moria. Die Filmschule, kann man ja nochmal konkret sagen, ist natürlich eine NGO, eine Foundation. Aber sie arbeiten eben mit Non-Formal Education. Also sie bringen jungen Geflüchteten in diesem Fall bei den Umgang mit Fotokamera, Filmkamera, Schnitt, Ton, Dramaturgie etc. Ist also eine Filmschule, haben inzwischen, also 12 verschiedene Nationen haben dort studiert oder ihre Ausbildung gemacht, aus 19 Lehrer aus 15 verschiedenen Ländern. Und das, was ich versucht habe in dem Film, also das Narrativ sozusagen, das war mir wesentlich, dass ich mit Studierenden spreche. Das sind drei Jungs und drei Mädchen oder drei junge Männer, drei junge Frauen, mit denen ich spreche, die eben durch unsere Gespräche das ganze Jahr 2020 abgebildet haben und die aufgrund ihrer Fähigkeiten, Entschuldigung, die sie bei Refocus Media Labs erlangt haben, wurden sie schließlich in dem krassen Lockdown letztes Jahr zu Berichterstattern ihrer eigenen Lebenssituation. Ne, nachdem Moria brannte zum Beispiel. Und da musst du dich ja auch, also sie waren am Anfang natürlich schüchtern, selber vor die Kamera zu treten. Aber aufgrund der Umstände haben sie gesagt, okay, ihr könnt meinen Namen nennen und ich zeige mein Gesicht. Und es gibt zum Beispiel ein Mädchen, Nazanin, wo ich sage, das ist die nächste Christiane Anampur. So, und das gibt ja auch ein Selbstwertgefühl, eine Bestätigung, eine Motivation, eine Inspiration. Ne, durch, so, und dann natürlich den Mut, sich zu äußern, wenn dann Mädchen sagen, das war für mich ein völlig neues Konzept, eine völlig neue Situation, mit Männern zusammen zu studieren oder auch mit ihnen zusammen in einem Raum zu sein. Aber sie waren es, die uns letztlich die Tür geöffnet haben. Alexander Skipis, was macht dir Hoffnung? Ja, ich will das einfach mal sehr persönlich beantworten. Ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der immer Hoffnung hat und sehr, sehr positiv denkt. Aber gerade wenn ich mit jungen Menschen rede, und da meine ich jetzt so die 16- bis 20-Jährigen, wenn ich mit denen rede und sehe, wie tief verwurzelt das Gerechtigkeitsgefühl bei denen ist und die sich letztendlich auch unter dem Gesichtspunkt Menschenrechte dadurch absolut wiederfinden, dann macht mir das sehr, sehr viel Hoffnung für die Zukunft. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr viel Hoffnung macht, jetzt aus unserer Erfahrung, ist die wahnsinnige Unterstützung, die wir für diese Woche der Meinungsfreiheit wiederbekommen haben. Es war unglaublich, wie viele Menschen gesagt haben, die wir angesprochen haben, ja, da helfen wir mit, da machen wir mit. Diese ganze Übertragung hier wird ermöglicht von Menschen, die kein Geld dafür bekommen, weil sie sagen, das ist ein wichtiges Thema für uns. Und genau das schlägt einem die ganze Zeit entgegen und das freut mich sehr und das gibt mir natürlich eine riesige Hoffnung, dass dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, nach Meinungsfreiheit in den Menschen so groß ist, dass wir da etwas schaffen werden. Das ist natürlich der perfekte Übergang, um zu sagen, auch ihr, Sie an den Computern, können mitmachen bei dieser Aktion unter der Webseite Woche der Meinungsfreiheit, die Charta unterschreiben. Es geht auch weiter. Heute war der Auftakt. Morgen finden weitere Veranstaltungen statt, über die gesamte Woche verteilt.
meistens jetzt im digitalen Raum. Wir hatten heute die Chance, getestet und mit 2 Meter Abstand zueinander hier zu sprechen. Hoffentlich bald in anderer Form wieder da draußen. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch, bei Ihnen, da draußen zu Hause. Auf Wiedersehen und viel Erfolg und Kraft im Kampf für die Meinungsfreiheit. Hallo, hier spricht Nedim Wali. Die Woche der Meinungsfreiheit ist eine tolle Aktion. Die Meinungsfreiheit ist für jede Gesellschaft unerlässlich. Jede Gewaltausübung gegen Andersdenkende ist tödlich für freie Gesellschaft. In diesem Sinne habe ich die Charta der Meinungsfreiheit mit ihren 11 Punkten unterschrieben und appelliere an alle, die Charta zu unterstützen und ebenso in ihrem Sinne zu handeln. Die Meinungsfreiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Das hat vor mehr als 100 Jahren Rosa Luxemburg gesagt und das gilt auch für heute. Und wenn ich sage Andersdenkende, meine ich nicht Querdenkenden. Weil unter Meinungsfreiheit fällt nicht die Schutz der Meinung, dass die Shoah nicht existiert war. Es fällt nicht darum, die Freiheit, Verschwörungstheorie zu verbreiten. Und es ist auch nicht die Freiheit, sich ständig als Opfer darzustellen. Das ist für mich keine Meinungsfreiheit. Wir brauchen heute mehr als zuvor Menschen, die sich für eine freie, pluralistische Gesellschaft kämpfen. Und genau diese Menschen brauchen unseren Schutz. Meinungsfreiheit gehört untrennbar zu einer Demokratie. Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem man seine Meinung frei äußern kann, egal wie dämlich, naiv oder provokativ sie auch sein mag. Hass und Hetze hingegen haben mit Meinungsfreiheit eher wenig zu tun. Und ganz wichtig, wer Meinungsfreiheit haben will, muss auch die Meinung anderer aushalten. Also für mehr Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt Pressefreiheit und ist somit meine Lebensgrundlage. Wir Journalistinnen hier in Deutschland haben die Möglichkeit, kritisch über Dinge zu berichten und müssen keine Angst haben, dafür ins Gefängnis zu kommen. Und das ist super viel wert, davon profitiert die gesamte Gesellschaft. Mir ist außerdem wichtig, dass wir überlegen, wem wir eigentlich zuhören. Wessen Meinungen hören wir denn? Wessen Meinungen sind mehr wert? Und haben marginalisierte Menschen, Minderheiten, Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, auch die Möglichkeit, ihre Perspektive, ihre Meinung Menschen mitzuteilen und wird ihnen auch zugehört?